Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Immer noch mit Nick. Hallo Nick. Hallo. Bei Nick gibt's Wankendorf, bei mir gibt's weiterhin Mühlbach, Linie 131 von der Flurstraße nach Mühlbach. Wohin? Winkhausen zur Peterstraße mit dem Solaris Urbino Electric in der BVG Edition. Juhu. Ja, und ich fahre auf Wankendorf die E11 zum Stadtkrankenhaus mit diesem Euro 2 Citaro. So. Die Ampel darf dann, ich bin soweit. Ja, das mit der Route hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es generell halt nicht funktioniert mit Route, weil es ein E-Wagen ist. Oder ob ich zu doof bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nur per Ziel gemacht. Das heißt, wir haben halt keine Ansagen. Wobei, hat Wankendorf überhaupt Ansagen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ich meine aber, ja. So, das ist 13.40 Uhr. Muss ich das hier wieder quittieren? Na. Ach, Bremse raus, dann geht's leichter. Warum okay, das hier gerade so ein bisschen am Laggen ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie muss ich nichts quittieren. Huch. Jo, einfach mal aus Versehen den Gang rausgenommen beim sich zentrieren. Läuft. Wir fahren dann einfach mal. So, ich spul mal vor. Da kommen noch ein paar. Guten Tag. Hallo. Eine Kurzstrecke. Ich hab meinen Bus jetzt. Hallo. Guten Tag. Einmal Schüler bitte. Oh, von der Eurokasse umdenken in D-Mark. Das ist schön. Hallo. Ja. Mein Bus fährt nicht. Ach so, der ist. Oh, der ist noch im. Warum habe ich denn die hintere Tür jetzt offen? Nee. Mal zu. Ich bin auf den Kinderwagenschalter gekommen. Also, Mario kommt mit seinem Bus absolut klar. Eine Tageskarte bitte. Aha, jetzt. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Danke. Schaltet der automatisch weit? Hallo. Ich glaube, ich muss erst zumachen und dann kann ich die Türflügelsperre aktivieren. Sonst macht er nur einen Zug gleich. So, jetzt. Will noch jemand was? Nee. Dann ist gut. Boah, die Elektrokarre ist so leise. Ich hätte da so einen Tipp, woran es liegt. Ah, er schaltet auch automatisch weiter, alles klar. Ja, ich hätte da auch eine Idee, woran es liegt. Ich glaube, es liegt am Elektromotor. Hi! Endlich, die Leute steigen vorne ein. Yeah! Ach, ist das schön. Und der schießt auch nicht so ab wie der andere. Nick ist schon wieder so ruhig. Ich habe immer Angst, dass der Nick verloren geht. Nee, nee, nee. Alles gut. Ich bin nur sehr konzentriert beim Geradeausfahren. Aha. Warum ist denn mein Sound jetzt so rechtslastig? Und das ist nicht gut. Oh, wollt ihr mir jetzt wieder erzählen, dass auch die 131 eine Gelenklinie gewesen wäre? Ne, 752, Ratingen Hauptbahnhof. Komm, Oma, dich nehme ich noch mit. Ja, jetzt hättest du ja mindestens zum Danken Ticket kaufen können. Halte ich hier überhaupt? Ja. Brandstraße.
Nee, hä? Mitscherlichstraße? Ich halte gar nicht überall. Mensch, das ist ja gut zu wissen. Nee, die E hält nicht überall. Die Markenstraße. Kiefernweg? Stimmt. So, ich fahre mal zur Busampel in der Hoffnung, dass die früher schaltet als die normale. Da kommt, wenn das jetzt die 131 ist, ne? Echt jetzt? Auch die 131 ist eine Gelenklinie und ich fahre wieder als Solo. Ah, ich habe ein Glück. Das steht aber auch nicht in der Readme. Okay. Ah, ich darf fahren. Bin hier voll am Träumen. Weil es ist Samstagmittag, ich darf das. Und weiter geht's. La 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 la. Oh, ich halte hier nicht. Mann, meinst du, ich denk da mal dran? Oh, ich kenne das. Nein, Erlenweg waren wir gerade. Okay, ich halte genau. Offenbar nicht mal am Hauptbahnhof. Das ist aber schon ein bisschen komisch. Mein so Knotenpunkt und so. Kinders, ihr braucht gar nicht zu mir laufen. Ihr könnt hier an der Haltestelle schön brav stehen bleiben. Ich komme rangefahren. Schönen guten Morgen. Du willst ein Ticket? Ja, kriegst du. Gibt alles bei mir. Der hat doch geblinkt, dass er abbiegen wollte. Warum ist er jetzt nicht abgebogen? Wäre ich dem fast reingedonnert, weil ich habe Gas gegeben, als er geblinkt hat zum Abbiegen. Nein, Elsenbonner Weg waren wir doch gerade. Hast du doch selber gesagt eben. Ach, so. Der Nachteil ist, dass ich jetzt keine Route habe, fehlt mir anscheinend auch die Verspätungsanzeige. Ja. Das ist doof. Musst du nach Fahrplan gehen. Ja. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Ich bin jetzt schon wieder zu früh, warum auch immer. Fahren wir halt was langsamer. E-Busse für Mühlbach. Das Schöne ist, dieses BVG Repaint, das ist so, das ist ein ähnliches Gelb, wie die Mühlbacher haben. Also das, Dann weiß ich nicht, was daran schön ist. Ich finde das BVG-Gelb einfach nur irgendwie ekelhaft. Ja, das hier ist aber nicht so krass wie das auf den normalen Solaren. Oh. So, bitte Stadtpark. Schön. 2 Minuten zu früh. Naja, gut. Geht ja noch. Machst du nix. Bin E-Wagen, ich darf das. Ja. Und wir will eh kaum einer mitfahren. Schade eigentlich, ne? Und selbst wenn, gibt's die normalen Linien. Kinders, ihr könnt da ruhig stehen bleiben. Ihr müsst nicht zu mir kommen, ich komm zu euch. Dann müsst ihr halt jetzt wieder nach vorne laufen, das ist mir egal.
Nein, ich nehme euch nicht hier am Anfang der Haltestelle schon mit. Gibt es nicht. Ich habe auch Fahrgäste, die aussteigen möchten. Und die möchten an der Haltestelle aussteigen. Und nicht mitten auf der Straße. Nur weil ihr wieder einsteigen wollt. Das gibt es nicht. Als würde dich Komfort sonst interessieren. Wenn es schon keinen Komfort beim Fahren gibt, dann wenigstens Komfort beim Halten. Ach so, ja. Aber sicher doch. Hoppala. Ich finde es eine Frechheit, dass du das in Frage stellst. Kurzstrecke. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Ach so. Ah ja. Mega geil. Lässt er mich? Ja, lässt mich. Wo habe ich denn jetzt einen Typen überfahren? Ich fände es nett, wenn die Ampel mich auch mal lassen würde. Oh, danke schön. War mal ein bisschen um die Unebenheiten hier rum. Das ist dann doch eher weniger angenehm für die Ohren auf Dauer. Nee, Nachbarsweg war mal gerade. Genau. Hallo, hallo, hi, hi. Oh Gott, die Kleine zittert sich durch die Große. Hi, hi. Ich habe im Moment voll Bock auf Hamburg, ne? Keine Echt? Ahnung warum. Ja, Hamburg fand ich irgendwie die erste Zeit nach Release interessant, aber dann überhaupt nicht mehr. Naja, ja. Ja, erklären kann ich mir das Phänomen gerade auch nicht, aber irgendwie. Habe ich den erwischt? Nee. Sehr gut. Sehr gut. So, hier ist 30. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Haltestellenschildern, die hier sehr nah dran stehen teilweise. Ja. Gerade bei den Haltenbuchten, wo du halt den Überhang noch mitnutzt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Giebelzelt. Mit dem Solaris Elektrik kann man aber wirklich gut die Geschwindigkeit halten. Naja, dauerhaft Vollgas 85 ist nicht so schwer. Na. Wo bin ich denn? Ich bin an der Rheinstraße, glaube ich. 12 nach. Wir haben 9. Ja, dann. Ah, Einsatzwagen. Ich dachte, das E steht für Express. Hallo. So, ich bin jetzt Kiebitzfeld plus 2. Echt? Ja, möchtest du mir die abgeben? Aber beide wieder 0. Das wäre super, oder nicht? Oh, ich habe irgendeinen Schaden am Bus. Jetzt nicht mehr. Oha. Die Holzstraße, ja. Holzauge, sei wachsam. Ein Fahrschein, bitte. Ach, das eng hier. Ja, Fahrschein. Boah, ich penne gleich beim Fahren ein, ey. Nein, das ist nicht gut.
Beim Fahren, Schlafen, das ist, beim Fahren einschlafen, das hat nichts mehr mit Unfallverhütung zu tun. Wer soll das denn sehen hier? Wenn er da an der... Ach komm. Naja. Hier hinten ist ja zum Glück Platz zum Wenden. Nick ist falsch abgewogen. Den Pfeil hätte man ruhig auch was niedriger setzen können. Weil da ist die Haltestelle direkt vor der Kreuzung. Ja. Und wenn du halt anhalten musst und nicht dran denkst, dass dein Pfeil nach rechts ging, dann fährst du halt geradeaus weiter, weil du nicht mehr siehst. Ja. Ich muss jetzt rechts rum, ne? Ja. Übrigens, ja. Genau. Omni-Navigation und Mühlbach, das klappt nicht, weil es gibt Fehler in Bereichsprüfungen, wenn man Mühlbach in Omni-Navigation... Ja. Hä? 131, Betriebsfahrt 131 10N, 131, 124 10N, 11N. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss doch nach Rosendahl. Jetzt muss ich aber mal gucken hier. Hallo. Ja, rechts rum war richtig. Ach, Betriebsfahrt 131 und 10N. Ach so, ja, ja. Okay. Ja. Alter, da gibt der Gas. Hier gibt es tatsächlich rechts vor links Kreuzungen. Das sieht man auch selten um sie. Wobei hier nirgendwo einer rausgefahren kommt. Stimmt wohl, ja. Du hättest gerne Tageskarte, Manni. Du brauchst ein Gruppenticket. Tageskarte. Mühlbach, Stadtmitte. Sehe ich aus wie ein Fahrscheinautomat. Ja. Bin ich denn? Oslapper Weg. Mein Gott, warum bin ich so müde? 15, wir haben 13. Ja, komm. Oha. Was denn? Och, ich habe hier mega viele Linien vor mir, die alle jetzt in die Stadtmitte reinfahren. Wahrscheinlich der halbe Mühlbacher Betriebshof. Aber auf der anderen Seite finde ich das ganz cool, weil dann sieht man auch einfach mal, dass Stadtmitte halt so ein... Okay, das war knapp. Dass Stadtmitte halt wirklich so ein Treffpunkt ist, ein Knotenpunkt. Ja. Das fehlt mir generell auf ein paar Karten. Dass sich da tatsächlich auch mal einige Busse treffen, so an Hauptbahnhöfen oder größeren Haltestellen. Ja. Und dass dann da vielleicht der ein oder andere Bus auch mal so 2-3 Minuten Pause hat, damit halt die Umstiege so passen. Also in Omsi steigt zwar real gesehen keiner um, aber ja. Wäre trotzdem ganz nett. Das da vorne ist die 133, der fahre ich jetzt einfach mal nach. Als 131. Eine Fahrkarte bitte. Ja, jetzt kommt natürlich keiner vorgelaufen, weißt du? Ah, doch, jetzt. Das kriegst du. Das ist schön. Oh, 60 darf ich da fahren? Alles klar. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ja, Jungs, wenn ihr jetzt noch zusteigen wolltet, habt ihr Pech gehabt. Ich hab lange genug gewartet. Nee, Stadtmitte war mal gerade, Schätzchen. Du musst eine weiterschalten auf Hauptbahnhof.
genau. So, jetzt steht da natürlich die 133 in meiner Haltebucht. Aha, das ist aber nett. Fährt gerade raus, als ich ankomme. Das ist toll. So, hier unter der Brücke haben wir wieder einen kompletten Hall im Bus. Hallo. Oh, da habe ich eigentlich gar nicht mal schlecht geschlafen, aber irgendwie. Man muss ja nicht schlecht schlafen, um müde zu sein. Ja, aber ich will nicht müde sein. Und ich weiß auch nicht, warum ich müde bin. Warum bin ich so müde, so müde, so müde, so ausgesprochen prüde? Müde war ich nie. Weiter, praktisch. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Links. Alles klar. Gecheckt. Nein, ich fahre nicht schlecht. Da kam nur Gegenverkehr und da ich noch abbiegen wollte, musste ich das ein bisschen schneller tun. Finde ich eine Frechheit, dass ich schlecht fahren soll. Einmal Schüler bitte, sprach der Klassenlehrer. Ha, 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 ha. Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, wie schlecht dieser Witz eigentlich ist? Ja. Gut. Ach, ich bin gleich da. Ich auch. Ja, nicht nur gleich, ich bin jetzt da. Stellen wir uns noch nett hier hin. Hoppala, ja, das bisschen Bordstein, jetzt hör auf zu weinen. Hoppala, nochmal ein bisschen Bordstein, naja gut. Na, sag mal, jetzt hab ich's aber auch echt drauf. Bin auch da. Bei mir steigt. Alter, war die Kiste voll. Mach mal zu hinten, bitte. Jetzt vielleicht? Dankeschön. Ja, wunderbar. Wir sind angekommen. Als nächstes gibt es dann die 300. Folge bei Nick, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrekt. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Aber irgendwann am Wochenende, weil die wird was länger. Genau. Ja. Ob ich... Also die werde ich nicht mit aufnehmen, aber da sind höchstwahrscheinlich Gerd und ich dann zum Quatschen da. Ja, das hoffe ich doch. Ich werde vielleicht nebenbei was fahren, aber ich glaube, aber mit aufnehmen, nö. Das ist nix 300. Folge, nicht meine. Ich weiß gar nicht. Ja doch, ich bin jetzt bei 200, keine Ahnung, irgendwas, wenn man die Wünsche abzieht. Aber gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.